Ja, guten Morgen aus Hamburg, Hamburg Hinterland. Ich bin jetzt hier beim Tatenberger Deichsiel. Das ist also eine Schleuse und das ist ein Kanal oder was das ist. Ja. Wie ist es mal gegangen? Gestern Abend, wie gesagt, war ja kein Campingplatz dort, sondern noch alles privat. Dann habe ich mein Zelt aufgestellt neben dem See. Dann ist ein Gewitter gekommen mit Starkregen. War mal der erste Härtetest fürs Zelt, hat dicht gehalten. Sehr gut. Ich blende mal ein, was das für ein Zelt ist, wenn es interessiert. Die Nacht war dann eher ein bisschen regnerisch. Und gegen morgen hat es nachher ein bisschen der Wind gegangen. Und zum Regen hat es aufgehört. Dann ist das Zelt abgetrocknet und in der Früh um halb sechs bin ich aufgestanden und habe dann das Zelt zusammengepackt und alles. In dem Moment, wo ich fertig war oder zumindest gerade die Taschen aufs Radl aufgehängt habe, hat es voll angefangen zum Regen. Dann bin ich halt einmal eine Zeit lang gefahren. Jetzt bin ich schon einmal ein paar Kilometer unterwegs, so 10. Ja, jetzt regnet es noch ganz leicht, aber es ist einmal eine Abwechslung. Und ich glaube, zum Hamburg und zum Meer nachher später und so weiter passt das eh ganz gut, das ist ein bisschen Schmuddelwetter. Ja, jetzt fahre ich mal rein in die Stadt. Das ist noch ein bisschen so 5 Kilometer, dann kommen die ersten bekannten Geschichten. Also, fahren wir los. Ah ja. Und die Regenjacken, danke Ingo für den Tipp, die holt ihr da super dicht, also was soll da noch passieren, gell? Weiter geht's. Hinter mir, das ist die A1, Autobahn 1, da geht es vom Saarland bis zur Oste, also quer durch ganz Deutschland. Saarbrücken, glaube ich, bis Oste. Ich bin auf der Elbinsel Kaltehofe und da ist so ein ehemaliges Wasserfilterwerk. Polizei und viele Leute in Warnwesten. Eine Oldtimer-Veranstaltung, wo die Polizei ist nicht wegen dem da, die suchen ein Wasserloch. Ich bin es nicht, also schon wieder was gewonnen. Da hinter mir oben geht sie, die Wasserlech, wahrscheinlich. Jo. 5 Kilometer bis, oder 5,8 bis Hamburg Zentrum. Da Das schaut ja mal gar nicht so schlecht aus. Das werden wir auch noch schaffen. So, jetzt fahren wir wieder über irgendwas so ein Wehr. So, jetzt bin ich da beim Hamburger Großmarkt bei den Hallen. Interessant ist, wie der Radweg da eingeführt ist. Also wirklich drunter durch, drüber her und echt lustig. So ganz verschlungener Weg hin durch den Großstadtdschungel sozusagen. Weil da ist echt interessant, wie kreuz und quer da die Brücken, Schienen und was sie Kanäle oder Buchten und was das alles ist. Also echt interessant, ja. So schaut das aus da. Jetzt fahren wir mit der Fähre nach Finkenwerder und dann im Regen weiter. der ehemalige Hamburger Flugzeugbau war da vorher. Und jetzt ist da Airbus. Die kriegen da immer Teile geliefert, ein paar werden da hergestellt und dann wird da Flugzeuge zusammengebaut. Das Transportflugzeug, mit dem was die Teile liefern, ist die Beluga. Das steht hier da drüben zufällig. Da wollen wir gleich mal ein größeres Foto machen. Ja, regnet es nicht immer. Aber was willst du machen? Gell? Im Regen fahren ist auch mal was anderes. So da, jo, ich bin da im Alten Land. Das ist ein Obstanbaugebiet, ziemlich bekannt. Und vor Richtung Cuxhaven, nicht? Aber das wird noch ein bisschen dauern, so ungefähr 100 Kilometer habe ich noch. Ja, es regnet und es wird wohl nachher bald einmal vielleicht aufhören oder noch mehr regnen, keine Ahnung, sehen wir. Dabei geht es mir gut und ja, mehr gibt es nicht zum Sagen. Wenn ihr was Schönes seht, dann werde ich es filmen, falls das wettertechnisch möglich ist. Und sonst fahre ich vorbei. Jetzt gehen wir mal da auf den Deich. Fahren dürfen wir leider nicht da oben, war wahrscheinlich eine bessere Aussicht, aber aufregend darf man schon, sind ja auch Bankerlen da. Hier draußen ist die Elbe, das ist schlechte Wetter, ah, soweit man da oben sieht. Regen jetzt da unten, wo ich hinfahre, war wurscht, sehr wurscht. So, da ist jetzt das Fährhaus Kirchenland von 1908. Jetzt gehen wir wieder oben. Jo, diese Atomkraftwerke, das ist das AKW Stade. Und nur zur Info, gegenüber auf der anderen Seite von der Elbe gibt es noch Brockdorf und Brunsbüttel. Da waren noch zwei. Jo, so jetzt geht es zur Richtung Stade auf. Dabei ist es einmal trocken, zumindest von oben. Und jo, so wie noch 8 Kilometer geht halt so dahin. Jetzt ist genau 12 Uhr. Mahlzeit. Jo, ich bin da in Stade. Jetzt habe ich gerade keinen Mittag gegessen, da beim Orient Express hat es heute gegeben, türkisch. Normal müsst ihr ja da Fisch essen irgendwo, aber heute isst man nicht nach Fisch. Es ist zu nass für Fisch. So, jetzt geht es weiter Richtung Cuxhaven. Ja, Stade ist ja auch eine Hanselstadt, ja genau, eine Hansestadt. Und der Fluss, der was da durchfließt, ist die Schwinge. So, und jetzt geht es Richtung Himmelpforten. Einsam und allein auf abgelegenen Landstraßen Richtung Himmelpforten. Himmelpforten, da ist die offizielle Adresse vom Weihnachtsmann laut Wikipedia. Das war jetzt nicht so die Weihnachtsmann-Gegend, aber wird schon stimmen. So, jetzt bin ich beim Fluss Oste. Sieht man jetzt noch nicht, da ist dahinter ein Deich, aber relativ groß. Und da kommt man jetzt in eine Ortschaft, die heißt auch Oste. Und dort gibt es eine Schwebefähre, die aber nicht mehr in Betrieb ist, was ich weiß. Schauen wir uns an. Ja, anscheinend wird es ja wieder hergerichtet. Sehr schön. Muss man wieder kämen und drüber fahren. Jo, das ist die Oste. So schaut sie aus. Braun und Brat. PP, Braun und Brat. So, da. Schauen wir mal weiter. Jo, 16:43, 16 Kilometer noch, haben wir keinen Stress. Ich hoffe, dass es jetzt noch ein guter Campingplatz ist. Weil ich glaube, da ist dann einer. Und der ist recht bekannt. So, jetzt sieht man die Elbe wieder mal. Und wenn man es nicht wissen hat, schaut aus wie am Meer. Viereinhalb Kilometer noch. Dann haben wir es geschafft für heute. Ich hoffe, dass da beim Campingplatz alles passt. So, wieder eine spektakuläre Ankunft. Wir sperren um 5 Uhr zu und da ist keiner mehr. Die Uschi darf man nicht stören, noch Dienstzeiten, sonst dann wird sie sauer. Das will ich natürlich nicht. Aber die liebe Sabine hat mich gleich abgefangen da. Und hat gesagt, ich soll mich da herhauen, das ist der Zeltplatz. Also, ich habe morgen frei. Morgen ist Sonntag, genau. Sonntag ist immer gut, wenn man frei hat, weil da gibt es ja keine Geschäfte, da mag ich nicht fahren. Ja, und nachher muss ich noch rausfahren, das werde ich am Montag in der Früh machen, zur Kugelbake nach Cuxhaven, weil ich bin jetzt in Altenbruch, also noch kurz vor Cuxhaven. Und zur Kugelbake, und da ist noch sozusagen der Abschluss vom Elbe-Radweg. Und da muss ich halt schauen, wie es weitergeht, nicht? Aber das besprechen wir am besten am Montag in der Früh. Gut, dann werde ich mal mein Zeltel aufbauen. Duschmarken habe ich auch schon gekriegt. Hat sie mir verkauft, die Frau Sabine. Nachher, ja, schaut einmal gut aus. Ich hoffe, dass da keine Prozessionsspinner oben sind, da auf dem Baum. Da oben haben wir dann ein gutes Restaurant. Da ist leider der Koch gestorben, hat sie mir gesagt, die Sabine. Das heißt, ich soll da keinen Fisch essen heute. Aber Pizza ist gut und das werde ich aber morgen machen, weil heute brauche ich nichts mehr essen. Jetzt gehe ich mal Zelt aufbauen und duschen. So, ja, nachher. Bis Montag. Ja. Außer es ist morgen irgendwas. Morgen werde ich ein bisschen vielleicht zu den Schiffen da rausschauen. Die fahren ja da vorbei, die großen. Bitte. Okay, nachher. Gute Nacht.